Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute geht es um den Magnet Screwdriver in der Space Rocket Version, welchen ich hier habe. Packung leider nichts Besonderes, eigentlich nur dieser Schriftzug hier. Oben und unten nichts Besonderes. Das Paket besteht aus 27 Einzelteilen. Wie gesagt, es sind magnetische Schraubenzieher. Und in der Space Rocket Version, also limitierte Edition zum 50. Geburtstag der Apollo 11 Mission, genau, steht hier in der Beschreibung. Und ich bin selber recht gespannt. Es sollte eigentlich ein guter Schraubenzieher sein für kleinere Arbeiten bzw. PC-Arbeiten, Tablet, Handy, Laptop, alles was so kleine Schrauben mit sich hat und die man am besten eben nicht verliert. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an und wir gehen gleich rüber ins Unboxing. So, da wählen wir also, wie gesagt, oben und unten nichts Besonderes, nur auf der Seite hier dieser Schriftzug, rechts und wie auch links hier ein kleiner Sticker mit einer Beschreibung. Sonst nichts Besonderes, deshalb würde ich sagen, öffnen wir doch das Ganze einfach mal und schauen in die Verpackung hinein. Das Ganze lege ich mal beiseite. Im Karton nichts Besonderes drin. Dann haben wir hier schon eine etwas speziellere Schachtel, wie man sieht. Space Rocket Magnet Driver Precision Technology, das 14. Stück, ist also wirklich limitiert. Ich würde sagen, ich öffne das Ganze mal. Wie ich auf den Bildern schon gesehen habe, ist der Schraubenzieher am Endeffekt eigentlich an die Space Rocket eben angelegt. Also sprich, das Ganze sieht auch so aus. Schauen, wie man das Ganze jetzt hier öffnet. Okay. Was mir schon mal auffällt, recht coole Produkt. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Produktpräsentation, genau. One small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong, July 20th of 1969. Dann hat man hier ein cooles Magnet im Mond Look, July 20, 1969, Magnet Driver Organizer Mat. Ah, okay, das ist ein Magnet, wo man eigentlich die Schrauben drauflegen kann. Recht cool. Build, repair and adjust even the tiniest DIY project effortlessly with this full precision screwdriver and toolkit. 50. Geburtstag hier der Apollo-Mission, also Mondlandung eigentlich. Und wie man hier sieht in der Beschreibung, kann man das Ganze auch erweitern auf, was war es, 203 mm. Also knapp 20 cm. Hört sich schon mal gut an, lege ich mal hier beiseite. Und dann hat man jetzt hier das ganze Kit. Und wie man jetzt hier schon schön sieht, vielleicht blende ich ein Bild ein, sieht das Ganze eigentlich aus wie die Apollo 11 Rakete. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie irgendwie einen speziellen Namen hat. Aber es sieht recht cool aus für einen Schraubenzieher, wie ich finde. So, und wie schon erwähnt, kann man das Ganze eben auf 20 cm ausziehen in drei verschiedenen Stufen. Das Ganze rastet dann hier vorne wieder ein, damit es auch gut festhält. Bis zu 20 cm.
und damit kommt man bestimmt wirklich an jede Schraube ran. Hier auf der Rückseite hat es ein kleines Rad, damit man die Schrauben besser anziehen oder eben auch lösen kann. Dann haben wir hier das ganze Paket mit 5 Schlitzschraubenzieher, 4 Kreuz und einmal ein kleiner Torx und die 2 Magneten zur jeweiligen Farbe. Das Ganze steckt man dann hier per Magnet auch wieder vorne ran. Und so ist es natürlich noch nicht magnetisch, wie anders als gedacht. Denn die Schraube hängt hier wirklich fast gar nicht dran. Dafür gibt es dann eben diese kleinen Stücke, beziehungsweise Adapter würde ich fast sagen. Wir haben hier vorne drin ein Magnet, das man hier so rüberstülpt, bis nur die kleine Spitze vorne rausschaut. Und dann hält das wirklich recht gut. Kann ich etwas schwierig vorzeigen natürlich, aber da kann man wirklich schütteln und machen, was man will. Da passiert echt gar nichts. Die Schraube hängt recht gut dran. Und auch dieser kleine Magnet Organizer hier für die Schrauben ist jetzt natürlich bei dieser Schraube etwas schwierig, da sie lackiert ist und nicht so haftet wie andere kleine Schrauben. Aber trotzdem sieht man es einigermaßen, dass die Schraube ja trotzdem recht lange dran hält. Daher auch das wirklich sehr gut durchdacht, würde ich sagen. Genau. Das ganze Set besteht hier aus 14 Teilen, nicht wie angenommen aus 27 Teilen. Da wurde auf der Webseite, wo ich das Ganze bestellt habe, irgendwie etwas falsch kommuniziert. Denn da steht 27 Teile und auch ein Bild mit dem größeren Set. Aber mir wurde jetzt das hier geliefert. Von daher gehe ich dem natürlich noch nach. Da ich eigentlich auch etwas anderes erwartet habe, aber trotzdem bin ich damit recht zufrieden. Hier hat man eigentlich alles dabei, was man so braucht, um vor allem eben technische Geräte auseinanderzunehmen. Aufgelistet sind zum Beispiel natürlich Smartphones, Tablets, Laptops, Computer, Keyboards, Kameras, Headphones, Spielzeuge, Drohnen, Gamepads, Hobbysachen, also Roboter oder sonstiges, Staubsaugroboter, Wireless Speaker, Glasses, also Brillen wie auch hier. Haben natürlich Brillen wirklich sehr kleine Schrauben, die man hier vielleicht überhaupt gar nicht sieht. Die muss man immer mal wieder etwas nachziehen, von daher auch für das recht gut geeignet. Und natürlich auch Smartwatches oder auch sonstige Uhren. Tranquility Base hier, the Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue, we're breathing again, thanks a lot. Ja, nun zum Fazit des Rocket Space Screwdriver. Ich finde, es ist echt gelungen, ein schönes kleines Gimmick in der Apollo 11 Version, wenn man es denn so anschauen möchte. Vor allem natürlich für Space-Fans echt ein schönes Geschenk. Oder auch einfach bloß zum Aufstellen, wenn man denn das Original als Miniatur hat, so gesehen. Kann man das natürlich echt schön ins Regal stellen, von daher echt schön. Auch das hier, echt schlau.
habe ich bisher irgendwie noch nirgends gesehen, sowas. War auch echt gut. Das mit dem Set, dass es 27 Teile haben sollte, ist natürlich irgendwie schlecht kommuniziert auf der Webseite, wo ich es gekauft habe. IT Dusters werde ich in die Videobeschreibung packen. Dort kostet das ganze Set mit den 14 Teilen eben statt 27 20 Pfund. Wenn man es mit Amazon vergleicht, ist es etwa der halbe Preis, von daher preiswert und günstig, vor allem auf dieser Webseite. Allerdings eben schlecht kommuniziert bzw. falsch kommuniziert. Trotzdem hat man hier eigentlich fast alles, was man braucht, finde ich. Da braucht man eigentlich gar nicht unbedingt das größere Set. Das Ganze fühlt sich hochwertig an, ist schön verpackt. Da kann man eigentlich wirklich nicht meckern. Und mit diesen 20 cm Ausschub, die man hier hat, kommt man wirklich fast an jede Schraube ran, würde ich sagen. Von daher, echt schönes kleines Gimmick für Leute, die einen magnetischen Schraubenzieher brauchen. Von daher war es das auch schon von diesem Unboxing. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!